So, Cordy, habe ich was übersehen? Ja, geht's da runter? Ist das schon ein abgesperrter Bereich? Ich weiß nicht. Ich bin überfordert. Das Gelände hat zu viele Abkürzungen, Knicke, Wege, Kurven, Kehren und Wenden. Kann man ja wenigstens sagen, das Level ist immerhin kein Schlauchlevel, ne? Ja. Ja, aber ich glaube, hier oben waren wir sonst durch, ne? Ich guck nur, ja. Und dann gehen wir halt da entlang und wenn wir dann bei der Luftschleuse rauskommen, dann wissen wir, ja, der Weg war insofern schon mal nicht ganz falsch. Hier liegt nichts mehr rum. Gut. Da geht's noch eins tiefer, aber... Oh, oh. Jaja. Lebensform wäre vielleicht ein bisschen viel gesagt. Feindliches Ding kommt angehumpelt. Ja, wie hat es der halbfertige Dönerspieß da wegrennt ist. Dirt? Ist hier irgendwo ein Geschütz oder eine Kamera oder war das von dir, Cotsworth? Bleistift. Oh, super, die schießen den Bleistift weg. Und alles. Ja, das braucht er bestimmt nicht mehr. Nö, der hat's hinter sich, ne? Seine Kollegen ja auch. Wie sieht's eigentlich mit dem Gewicht aus? Ach, okay. Brauche ich mir noch keine großen Sorgen zu machen. Ach, und dann sind wir hier wieder im Lockerroom sozusagen, wo sie sich dann angekleidet haben und so. Ich meine, die kommen natürlich nicht nackt hier rein, aber die ziehen sich um, ne? Laborkittel und so, schätze ich doch mal. Luftschleuse. Hier. So, na, dann muss ich hier ins Terminal. Gut. Ich muss es aber scheinbar nicht knacken. So, Sicherheitsalarm. Ja, komm, mach mal auf. Einigungsaussperrung, Kraftzugriff verweigert. Ja, scheiße, wie kriege ich das denn dann auf? Gibt's vielleicht doch einen Hintereingang, Cordy? Oder müssen wir hier mit einem Quest wieder hin? Oder müssen wir am Ende so eine beschissene Keycard suchen, ne? Na, da hätte ich ja Bock drauf. Okay, da kommen wir ja auch hoch, aber... Wo geht es weiter? Wo geht es weiter? War mal hier schon? Achso, ja. Außer Betrieb, ne? Nichts. Shit. Shit, ich wollte das jetzt hier fertig machen. Ich wollte jetzt wissen, was hier Sache ist. Hallo, Cotsworth ist direkt unter uns. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Ich meine, gehen wir mal davon aus, vielleicht habe ich ja was übersehen. Ne? Dann gehe ich jetzt nochmal hier hoch und schaue mich hier nochmal ein bisschen genauer um. Als Leveldesigner hätte ich hier dann noch was versteckt, ne? Weil wir da ja von unten nicht hinkommen, aber von hier aus schon. Leider war es auch eine Niete. Ist hier vielleicht ein Computerterminal, das ich bedienen kann? Sieht nicht so aus. Das ist Shit. Das ist großer Shit. Ich hätte gedacht, vielleicht könntest du mit irgendeinem Terminal das jetzt noch aufsperren. Das Terminal unten lässt mich nicht, weil der Eindämmungsalarm läuft. Und für den Alarm habe ich bisher keinen Schalter gefunden. Die Fahrstühle sind allesamt kaputt. Guck mal da. Ich bin blind. Ich muss das Passwort finden. Jakobs Passwort. Scheiße. Findet man das überhaupt hier drin oder ist das irgendwo ganz woanders? Müsst ihr nicht in den Kommentaren beantworten, da lasse ich mich gerne überraschen, aber... Shit, also brauchen wir hier erst ein Passwort. Und vielleicht kriegen wir das halt wirklich erst mit einem Quest, ne? Wird mich ja nicht wundern. Sieht fast aus wie so ein Pikmin-Bild, ne? Weil die überwiegende Farbe ist rot. Scheiße. Mist. Ja, okay, dann wird MedTech halt jetzt doch nicht fertig gemacht. Muss ich mir aber merken, dass ich hierhin nochmal zurückgehe, ne? Irgendwann. Sehe ich jetzt nämlich auch kein Passwort und so weiter rumfliegen. Nö, schöne Scheiße. Okay, ich glaube, das Spiel will auch, dass ich euch unbedingt ein paar Sachen zeige, die ich gebaut habe. Aber es sieht wirklich nicht alles schön aus, weil auch trotz Mods geht das nicht einwandfrei, dass das mal wirklich alles schön aussieht. Und es ist natürlich bei weitem auch noch nicht alles fertig. Ich sehe auch hier kein Jakobs-Passwort. Das macht mich leicht krantig. Ja, dann sollten wir vielleicht zu Ten Pines Bluff gehen, da bei der Verteidigung helfen. Und dann werde ich halt schon mal offscreen wieder ablegen. Ja... Sicherheitsterminal. Nee, da stand ja auch nichts anderes drin, ne? Ja, shit. Ja, vielleicht finden wir irgendwann einen Hintereingang oder kriegen das Passwort oder so. Aber Schlüssel und so, nee. Nee, nichts zu holen, nichts zu machen. Scheiße. Na gut, kann man nicht ändern. Dann gehen wir nach Ten Pines Bluff.
Und gucken da mal. Das war diese kleine Siedlung, ne, wo ich, glaube ich, nur 2 Bewohner hatte oder so. Da könnte ich doch theoretisch auch einen Rekrutierungsleitstrahl dann hinplacken. Ich weiß, da ist nicht viel Platz, aber ich habe es über die normalen Grenzen hinaus schon aufgebaut. Da wird dann ein bisschen Platz sein, ja. Da können wir schon noch ein paar Leute unterbringen. Und dann muss ich gucken, dass nicht zu viele Leute rekrutiert werden, ne? Dass mir die Siedlungen überlaufen, das wäre auch nichts. Ach nee, ich dachte gerade an die Oberland Station. Ten Pines Bluff ist aber auch so ein kleines Nest. Da kann ich auch noch was rausholen. Da stehen jetzt auch schon ein paar Hütten, werdet ihr gleich sehen. Aber es sind trotzdem nur 2 Leute drin. Wer greift an? Gunner. Ja komm, ich muss meinen Crit aufladen. Oh, ach, die sind zu schnell weg gewesen. Treffen, Gernot. Das erhöht die Überlebenswahrscheinlichkeit von dir. Boah. Ich hoffe, das war keine von uns, ne? Ach, scheiß Gunner. Es kommt dabei raus, wenn ein Kuhfladen einen Schimmelpilz fickt. Entschuldigung. Okay, das war das eine Geschütz. Oh, einer unserer Siedler. Ihr seht, schon ein bisschen heftiger gerüstet, ne? Wo denn? Da. Ich hoffe, die Birne ist heute so weich wie immer. Sag mal, lass dich treffen. Weißt du, da haben wir 2 Leute. Und die greifen hier so an. Alter, einer noch. Bitte schön grinsen, der Blitz kommt genau da vorne raus. Scheiß Gunner, ich kann sie gar nicht leiden. Keine Wahl. Ja, ja, die lassen euch auch keine Wahl. Na, okay. Dann habe ich wenigstens genug Loot, damit sich das Ablegen auch wieder lohnt, ne? Sollen wir mal lichtern, sonst finde ich die ganzen Leichen hier nicht. Und erst mal gucken, ob es meinen Leuten gut geht. Nicht, dass wir da einen verloren haben, das wäre scheiße. Hier warten wir zu zweit. Du gehörst dazu und du gehörst dazu, ne? Okay. Einwandfrei. Der Scheißgunner. Du bist noch kaputt. Da ölen wir mal in die nächste Öffnung. Okay, Schutz 65. Ja, wenigstens lohnt sich ja die Beute, ne? Und wisst ihr, was ihr jetzt mal kriegt, wenn wir schon mal hier sind, ne? Ja, ihr wisst schon Bescheid, ne? Rekrutierungsleitstrahl. Am besten eigentlich irgendwo oben drauf, ja. Ich glaube, die muss ich noch ein bisschen zurechtschieben, weil die haben so ein bisschen Clipping drin. Es soll ja schon ein bisschen realistisch aussehen, ne? Ja, eigentlich würde ich ja sagen, irgendwo auf eine, ja, eine höhere Position, auf eine höher gelegene Stelle kommen hier, ne? So. Ach so, braucht Strom. Ja, da war ja auch noch was, ne? Habe ich hier überhaupt schon Strom verlegt? Ich weiß nicht, das muss ich dann vielleicht mal schnell machen. Stecker und Schalter, bitte. Und dann hoffen wir, dass das von da oben nach hier unten reicht. Was? Ach, noch so einer. Geh im Häcksler spielen. Ach so, der hat hier festgestocken, hä? Oh, legendärer Gunner. Ja, warte mal. Da gibt's einen Einlauf. Ach, okay, der mutiert so oder so. Und trotzdem gleich der Kopf ab, cool. Weißt du, ich habe 2 Leute hier und die ganzen Geschütze, ne? Die Wichser greifen das so an. 50% mehr Körperteilschaden, na ja. Es wird wirklich Zeit, dass wir Leute kriegen, ne? Was ruckeln wir hier so rum? Ich weiß, das ist eine Siedlung, ich habe Zeug gebaut. Aber trotzdem, das muss doch nicht so ruckeln. Okay. Ja, Hauptsache den Leuten geht's gut. Noch mehr Gunner. Und ich wollte ja irgendwie Strom verlegen, ja. Und das da oben, das hat nicht ganz ausgereicht. Stecker und Schalter kommen, wenn wir das hier aufs Dach stellen. Bringt das was? Und dann müssen wir nur das Kabel in der Form eines langen Wurms müssen wir nur irgendwie nach hier unten kriegen. Müssen wir irgendwie ein bisschen anders aufziehen. Aber ich war der Meinung, ja, ich hätte hier schon Strom verlegt. Moment, wenn ich dann jetzt so rein zum Verständnis raus, ja, dann nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Energiestecker und Schalter. Wenn ich das jetzt hier an die Wand pappe, ne? Falsche Taste, hier. Und das mit dem verbinde. Jawohl, das klappt schon mal. So, und dann, ja, wie mache ich es dann? Zählt dann auch hier der ganze Zaun als verbunden? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wenn man das wüsste, ne? Ah, das Bausystem bei Fallout 4 ist halt so ein Ding. Komm, und hier kann man so ein Pylon. Und hier, nimm den, nimm den.
Kann man hier dann so ein bisschen ins Dach reinkloppen. Und hat er Strom? Ich glaube, er hat Strom. Ich hoffe es. So, und das Ganze jetzt nochmal rüber hier aufs Dach. In die Richtung. Ah, ist eigentlich ein bisschen Wumpe, wie der steht. So, und dann verbinden. Und dann können wir hier einen auf den Boden. Oder, komm, machen wir übers Dach, ne? Machen wir übers Dach. Das. Und dann haben wir es ja schon fast. Tja, ja. Das sieht mir jetzt ein bisschen ungelenk aus, aber ich will ja jetzt erstmal nur den Leitstrahl da zum Laufen bringen. Ich hätte auch einen größeren Pylon nehmen können, das hätte wahrscheinlich besser ausgesehen. Das kann ich alles auf Screen mal korrigieren, ne? So, benötigt. Hat da hinten also doch keinen Strom. Gleich fange ich mir so ein verdammtes Pikachu und setze es in so ein Rennrad. Komm, pack das Ding dann mal weg. Gehen wir halt auf Nummer sicher, machen es wieder so, wenn es halt sein muss, ne? Ja komm, damit es schön aussieht, das kann ich alles nachbessern irgendwann, ne? So. Reicht das? Das reicht sogar. So, mach da dran. Und jetzt müsste das doch Strom haben. Ja, sehr gut. Okay, dann kriegt ihr jetzt hier endlich auch bald mal Verstärkung. So, dann sammle ich hier jetzt noch den üblichen Schrott ein und gehe noch die ganzen Leichen ab und so weiter. Mach ein bisschen Management, leg die Bolte ab und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann. So, liebe Leute, jetzt sind wir auch mal bei Tag hier bei MedTech Research. Ne? Bei Ten Pines Bluff und den anderen Siedlungen habe ich halt im Moment so ein bisschen alles klar gemacht. Also wird im Moment nichts angegriffen. Und wie ihr seht, wir haben schon Bewohner dazu bekommen. Auch bei Ten Pines Bluff, wo ich ja gerade erst den Rekrutierungsleitstrahl aufgestellt habe, sind schon 2 neue Leute dazu. Sanctuary sind immer noch 10, da hat sich nicht viel getan. Red Rocket Gaststätte ist 4 Stück, ne? Also, wir sind schon so langsam am Expandieren. Natürlich bei Tag hier nochmal gucken, ob wir hier was übersehen haben. Ist ja möglich. Kann ich nicht ganz ausschließen, aber ja. Ach, Zeitungsständer war noch was drin. Nicht etwa tatsächlich an dem Zeitungsständer vorbeigerannt. Wie konnte ich denn nur? Ja, Cotsworth ist natürlich wieder bei uns dabei. Da drin konnten wir ja leider nicht weiter, weil uns ja irgendwie ein Passwort fehlt oder ein Schlüssel. Oder beides. Tja, ich meine, wir haben ja hier noch Slocum Joe's Firmenhauptsitz und Malden Center. Das würde ich mir beides gern angucken. Malden Center ist vielleicht wieder so ein Einkaufszentrum, ne? Da werden wahrscheinlich wieder Räder rumhängen. Da mache ich mir gar keine großen Illusionen. Framerate, krieg dich bitte mal wieder ein. Dankeschön. Hoffentlich konnte man das bei euch auf YouTube und so und auf Twitch dann später nicht so sehen. Aber ich habe eben kurz gemerkt, der kriegt was wieder einen Anfall. Ah, nichts drin. Ah, das ist der Firmenhauptsitz? Okay, vielleicht war Slocum Joe's ja nicht so groß, ne? Aber ist der Firmenhauptsitz auch nicht so riesig. Ja, das riecht ja total nach Gulhausen. Das ist so noch 2 Wochen fermentiertem Sauerkrautfleisch. Dann fang schon mal an. Hoffentlich hast du hinten noch ein Häcksler drin, ne? Sonst wäre das eklig. Und dauert ziemlich lange. Life Preserver, ne? Nichts Besonderes, ist einfach nur ein Rettungsring. Da denkt man erst, oh, was habe ich jetzt für ein magisches Artefaktlein gefunden? Nein, nur ein Rettungsring. Manche Leute haben den auch ohne auf dem Schiff gewesen zu sein. Zwinker, zwinker. Ach, okay, das war hier so vertäfelt. Ich habe mich eben schon gefragt, was ist denn das jetzt wieder? Klapper mal nicht so rum. Na, ist ein Kampfhund, okay. Hohoho! Was findest du lustig, wenn ich Kampfhunde erschieße? Die noch nicht mal die Chance hatten, mich richtig anzugreifen. Guck mal, da hinten ist wieder Nuka-Cola Cherry. 2 Stück. Eine leere und 2 normale. Ist da jemand anwesend? Oh oh. Oh, sind's. Sind's! Ist ja schon ewig her, seit ich euch das letzte Mal gesehen habe. Piu, 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 piu. Überall hingeschossen, nur nicht auf mich, ne? Good job, du großer Torschützenkönig. Ja. Er will den verursachten Schmerz minimieren. Warum? Warum? Der will nicht, dass wir leiden, aber er will uns umbringen. Warum? Ich schwitze ja noch nicht mal. Du kannst ja gar nicht schwitzen. Also Cotsworth.
Oder hat er etwa daher das frische Wasser? Oh, die Sau. Irgendwie für so Mr. Handy hat er halt solliges Gemüt, ne? So, da war unten noch eine Schublade drin. Ich habe mich eben gefragt, wo kommt denn die Beute her? Okay, also Synths, aber das waren jetzt auch nur zwei Stück. Ach komm, klettern wir erstmal hier durchs ganze Haus, ne, durch die ganze Fassade. Danke für die Muni. Ich habe nämlich eben nicht so gut geschossen. Aber ich habe wahrscheinlich eh 10mm Muni. Wie viel 1000 Schuss werde ich haben? 12.000? Oder ist das so hoch angesetzt? Waffen, meine Munition. Hier. Oh, 1595. Ich hätte gedacht, ich hätte da schon wesentlich mehr gescavenged. Aber okay, scheinbar nicht. Och, den mussten wir umbringen, aber der hat doch sogar ein Halsband gehabt. Och, armes Hundchen. Das sah doch eigentlich ganz okay aus. Warum war der feindlich? Bethesda, das vergebe ich euch nicht. Das sieht doch aus wie so ein... Das könnt ihr doch nicht machen. Arme Hund, der hatte Hütten zum Reingehen und Wässerchen zu trinken und Leckerlis zu naschen. Oh, da geht's in die Büros. Mhm. Und dann ist der Hund wieder vergessen. Ja, ich weiß nicht. Ich habe Blutzeichen in den Augen. 45er Munition. Ja, nicht das Kaliber meiner Wahl, aber okay, ne? Ha! Keine lebende Mortadella da drin. Gejagt vom Wurstmutant, das wäre doch ein Comic, hä? Aha. Eine Roboterstatuette. Und jetzt wird schon wieder geballert. Noch mehr Synths? Nee, das ist eindeutig eine menschliche Stimme. Seid ihr Freund oder Feind? Ach, und Covenant wollte ich auch noch besuchen, fällt mir gerade ein. Ups. Morden Center, das ist eine Karawanenwache. Ja, euch helfe ich. Kuckuck. Gelder guckst, Lumpi. Ach, jetzt zählen die als Feind. Ich hab den Umgebungsschaden bei der Pistole. Das wollte ich jetzt schnell gucken. Ja, natürlich, schon werden die wieder feindlich. Oh nein, okay, dann fangen wir halt nochmal hier an. Weil wir gerade nichts Besseres zu tun haben. Und das ist scheiße. Nicht mehr dieser Umgebungsschaden. Dann muss ich halt auf eine andere Waffe wechseln. Nicht mehr die Kampfflinte oder wie. Alles hier nochmal einsammeln. Wäre sonst nichts zu tun, ne? Ja, wenn das nützlich ist, frisst du einen Besen, ich weiß. Das hast du vorhin gesagt. So. Ja, machen das ganz genau, ganz gleich. So wie wir es vorhin gemacht haben. War vorhin hier auch so wenig. Ich dachte, da hätten mehr rumgelegen, aber. Ja, Licht aus, weil hier kommen jetzt die Synths. Durchgedrehte Küchengeräte unter sich. Was ist denn da los? Guck doch mal. Oh. Liebe Hunde, jetzt habe ich liebe Hunde nochmal töten müssen. Bethesda! Ach, kurz was. Hey. Kann ich zu Diensten sein? Ah, da hinten ist irgendwo was, holst dir. Guck dir die Leiche an. Guck dir die Leiche an. Ja, das braucht er bestimmt nicht mehr. Ich weiß, dass sie noch da sind. Auf Befehl ist es. Ja, den sollst du dir eigentlich schnappen, Cotsworth, aber die Richtung stimmt, ne? Oh, da ist was abgefallen. Braucht er wohl nicht mehr. So, die guten Nuka Cherries, die müssen natürlich auch wieder mit. Da habe ich was übersehen. Vielleicht sollte ich gleich gucken, ob Thomas Miller da drüben seine, also unsere Hilfe braucht. Ah, Nimitz, das war doch dieser Flugzeugträger, den die Amerikaner mal hatten oder immer noch haben. Ah, und die haben die Donuts da in diesen Kisten ausgeliefert, okay. Auch eine Roboterleiche. Und da sind die bettenflüchtigen Rentner. Ja. Vorsicht, Sir. Da hat das überlebt. Ich glaube, ich muss mir doch noch einen Schadensboost für Gewehre und so weiter holen. Ne? Ist ja peinlich. Da schieße ich auf den Supermutanten, der läuft weiter. Wo sind die jetzt hin? Haben sich voll verzogen. Kommt jetzt auch der Lucas Miller nicht? Das ist doch wieder so ein Polizeibüro, ne? Wo es doch dann wieder Kram gibt. Über den Eddie Winter, den Fall und so. Danke für die Markierung. Ja, wo bleibt denn jetzt die Karawane? Kommt die jetzt nicht? Leute, noch bin ich da und könnt helfen. Wollt ihr ja nur retten, aber okay, wenn die nicht kommen. Ich kann hallo nicht alles machen. Ich kann überall sein. Ich bin kein Superheld. Hm. Guck mal. Guck mal, wer da steht.
Guck mal, wer da fällt. Da will der Lucas Miller unbedingt dran vorbei. Naja. Das ist ein üblicher Weg, das ist eine übliche Runde. Ja, gehen wir mal den Supermutanten vorbei. Das ist bestimmt ganz sicher und ratsam. Das sind die besten Kunden bei mich. Mir. Also, machen wir die Tische leer. Stimmt, da hatte ich ja vorhin noch schön über die 10 mm Munition erzählt. Habe ich bestimmt 10.000 Schuss, ne? Ja. Arschlecken. Ich weiß. Und jetzt kommt der Lucas Miller wieder. Ja, da ging es in die Büros. Ich weiß. Speichern, ne? Nicht, dass das nochmal passiert hier. Dass wir das Ganze nochmal machen müssen. Man hört nur das Summen meines atomaren Antriebs. Ja, ist hier so leise. Also ich finde, es rumpelt doch ganz schön. Ja, okay. Dann gehen wir gleich mal in die Büros, aber ich guck vorher nochmal, ob Lucas Miller jetzt da ist, ne? So, hier die Straße runter, ne? Naja, die haben hier dann rumgestanden und rumgeballert. Da drüben, da ist er ja. Okay. Das sieht nach Strahlungsgewitter aus. Das ist der perfekte Moment, dass wir dann irgendwo einkehren, ne? Lucas, warte kurz. Hey, Lucas. Meine Rüstungen haben schon viele Ödländer gerettet. Ja, handeln. Oh. Ich schau mal, was du hast. Nur das, was du hier siehst. Oh, das ist gutes Timing, dass wir dann da reingehen. Champion Left Arm. Habe ich mir das nicht mal gegangen? Ich weiß nicht. Ladung. Was bräuchte man viel? Holz bräuchte man. Hat er aber nicht. Na, scheiße war's. Nimm die Planke. Nimm die Schranken. Gute Halstuch, das behalte ich mal noch. Komm, und ich glaube, sonst irgendwie Reaver Money oder so. Ah, 3 Stück, komm. Ja, hast du, wir gehen dann jetzt wieder rein, weil das Wetter wird mir gerade zu ungemütlich. Oh, hier. Ja, hier waren wir schon drin. Okay. Hoch, wir müssen in die Büros. Wir müssen da reingehen. Das ist mir jetzt hier. Da wächst dir ja noch ein dritter Arsch am. An der Hand, keine Ahnung. Hast du Arschbacken an der Hand? Kannst, oh, da kannst du immer deinen Arsch slappen, egal wo du bist. Clap them cheeks, old buddy. Sind's? Das ist ein Raider. War ein Raider. Zieht jetzt nur noch einen Teppich ein. Ach, mach du mal kurz was. Ich hab vollstes Vertrauen in deine Fähigkeiten. Lapdada. Ladada. Ja, du stehst wieder mitten in der Öffnung, Cotsworth. Dankeschön. Räderabschaum. Oh. The Human Centipede. The Human Centipede. Nächster Zeit nicht zurück. Oh, ja. Der menschliche Tausendfüßler, ja. Und jetzt Scheiße. Nee, Filme muss man nicht unbedingt gesehen haben, aber fast jeder kennt sie, ne? Sperrter Schreibtisch. Wer schließt denn seinen Schreibtisch bitte schön ab? Hat ja auch wieder geholfen, ne? Wie schön. Jeder hat die Kante drin. Nachricht an Slocum Chows. Ja, würde ich ja gerne lesen, aber ich kann sie nur nehmen. Hm. Hat er sich immer zur Mittagspause seine bestimmten Donuts kommen lassen, hä? Die rosa glasierten mit dem schmalzigen Loch in der Mitte. So, was steht hier? Sehr geehrte Firma Slocum Chows Inc. Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir den Vertrieb Ihres neuesten Lebensmittelprototyps nicht genehmigen werden. Kürzlich erfolgte Tests deuten auf die Gefahr hin, durch den Genuss Ihrer mit heißem Kaffee gefüllten, chemisch konservierten Donuts Brumbiss mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% Verbrennung dritten Grades zu erleiden. Mit heißem Kaffee gefüllt. Wie bleibt da heiß? Muss ich nicht wissen. Das Produkt kann daher nicht als sicher angesehen werden. Sie können Ihre Anfrage nach Ablauf eines Jahres erneut stellen, falls Sie die angemerkten Probleme behoben haben sollten. Wir freuen uns auch in Zukunft darauf, mit Ihnen Geschäfte zu machen und hoffen, dass sich dies nicht negativ auf unsere Beziehungen auswirkt. Charles Wenson, CHVA. Sarge Edelbert. Irgend so ein Namenskonstrukt, ja. Egal. Charles Homer with the S. Okay, da wollte auch jemand rein, aber sie haben es wieder nicht gepackt. Das ist doch nur ein verbessertes Schloss. Was ist das Problem? Da ist ja nicht jeder so gut wie der Gernot, ne? Da. Und? Cool. Ach, da. Oh,
Das Brummbisse. Jetzt können wir selbst den Brummbisse erstellen, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Und was kommt rein? Kaffee und Zucker und Teig und. Okay, kann ich mir gar nicht angucken. Schade. Na toll, jetzt können wir einen Brummbiss machen. Ich wollte schon immer was haben, was Brummbiss heißt. Das klingt irgendwie nach Blähungen. Oh ja, ein Donut gefüllt mit allem. Also vor allem mit mexikanischer. Ja, genau, mit scharfer mexikanischer Soße und roten Bohnen, ne? Das ist mal ein Brummbiss. Und dann bringst du hier die letzten Gebäude noch zum Einstürzen. Die Statik macht das nicht mehr mit. Und das war jetzt alles in dem Büro. Okay, ich meine, das Gebäude war ja nicht groß. Klar, dann ist es auch glaubwürdig, dass es hier drin nicht so riesig ist, ne? Okay. On the road again. So. Ach, shit. Ich hatte gehofft, das Unwetter hätte sich vielleicht schon verzogen. Das Glück haben wir nicht. Gibt's da nicht noch ein Gebäude, in das wir irgendwie schnell reinhuschen könnten? Irgendwas, was ich mir angucken wollte? Der Bücherladen, da hat zu. Da hat zu. Was sagt die Karte? Muss ich mal kurz gucken. Komm, Smolten Center ist doch direkt nebendran. Da ist die Polizei, aber ich will jetzt erst halt ins Smolten Center. Smolten Center? Achso, das ist die Station. Das ist kein Einkaufszentrum, das ist die U-Bahn-Station. Ding, 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 ding. So, hoffentlich greifen wir jetzt nicht wieder irgendwie der Story vor, weil wir hier reinstolpern. Da wird ja auch schon wieder geschossen. Haben wir etwa alle ein aufregenderes Leben als ich, oder was? Diese Stille ist ein wenig beunruhigend. Also so still finde ich das gar nicht, aber gleich mal zwei tote Räder, wenn man reinkommt. Und da unten scheinbar noch mehr Räder. Aber lebendig? Ich weiß nicht, das wirkt ein bisschen komisch. Ist das wieder nur ein Unterschlupf oder läuft hier was? Oh, oh. Synthen Raider? Zusammen? Oder ist das nur Zufall, dass die sich zusammen hier aufhalten? Jetzt verstehe ich. Sie verstecken sich, weil sie Angst vor dem Tod haben. naja. Weißt du, der Tod, der wird mir persönlich jetzt noch nicht mal wirklich groß Angst machen. Das wie oder dass es schmerzhaft ist, das wäre vielleicht ein Problem, aber der Tod selbst ist mir eigentlich Pumpe. So ziemlich. Ja, ich weiß, im Internet gibt es auch diese Bilder, ne? Ja, ich würde mich am liebsten selbst verbringen, aber dann wäre meine Mutter traurig. Da gibt es noch die Steigerung und mein Hund wüsste nicht, was mit mir passiert wäre. Deswegen macht man keinen Selbstmord, ne? Weil der Hund dann auch traurig wäre. Und man kann doch nicht einen Hund traurig machen oder das Kätzchen. Das geht doch nicht, ne? Das geht doch nicht. Ach, Haarbürste. Ja, brauchst du jetzt wahrscheinlich nicht mehr, ne? Obwohl, vielleicht um die Osteoporose da ein bisschen rauszumassieren. Wer weiß. So brandet man das nicht, OSLP. Ist mir doch egal. Zugekettet, okay. Dann seid ihr festgekettet. Okay, das ist dann wieder der schnelle Ausgang quasi, wenn wir dann durch sind. Hat sich jemand sein Süppchen gekocht, ne? Das Süppchen für ins Erbchen, ne? Sündläufer und Sünd. Weißt du, will ich Tarnung? Ich meine, es ist ja fast noch hell genug, aber auf der anderen Seite sind's. Tja, ich glaube, die Sins haben die Raider überfallen, aber da unten scheint noch ein Raider zu leben irgendwo. Oder es ist kein Raider, es ist einer, der die Sins befehligt. Das wäre doch jetzt mal eine interessante Wendung. Aber ob der Ossl recht hat mit seiner Vermutung, das erfahren Sie erst beim nächsten Mal. Boah, das Leben als Gonzo muss ganz schön schwer sein, weil die Leute, die verstehen dich nicht immer, ne? Und wenn du in Mikrofon sprichst, das kommt nicht alles sauber rüber. Also, ich halte fest, wir haben jetzt Rekrutierungsleitstrahle gebaut, also jetzt auch oben bei Ten Pines Bluff, ne? Haben schon ein paar Rekruten gekriegt, vor allem halt bei dem Ort, den ich gerade eben genannt habe, und bei der Red Rocket Station. Ja, bei MedTech Research sind wir leider nicht richtig reingekommen. Dafür treiben wir uns jetzt in der Malden Station rum, ne? Und haben davor, ja, die Slocum Joe's Firmenzentrale gesehen. Minuspunkt der heutigen Folge, dass wir diesen Hund erschießen mussten, Bethesda. Bei dem ganzen Scheiß, den ihr sonst auch noch reißt. Aber das, hey, das ist ein bisschen arg, ne? Das findet der Ossl nicht so toll. Die Zuschauer bestimmt auch nicht. War ein toller Hund, ne? Also an sich so optisch. Naja. Kann man nichts machen, ne? Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall ein bisschen Spaß bei der Folge und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei werdet. Bis dann!